So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wo bin ich hier? Was soll ich hier? Was geht hier ab? Wer hat so eine Sauordnung hinterlassen? Die Putze hier ist auch zu nix fähig. Die hat von der Party gestern noch nicht mal etwas weggeräumt. Ich glaube, die liegt bekifft oder betrunken in der nächsten Ecke. Ich verrecke gleich in der Ecke. Okay, alles klar, kein Problem. Ich krieg mich gleich wieder ein und ihr rastet bitte nicht völlig aus. So, wohin jetzt? Der rote Schlüssel, für was bitteschön ist der rote Schlüssel? Ah, da hinten. Aha. Ja, sonst waren wir überall, außer ganz oben. Da waren wir noch nicht. Ist das ganz oben? Oder ist das ganz unten? First floor, second floor und dritter floor. Also third floor. Ja, das ist ganz oben. Ja, genau, da war ich auch noch nicht. Aber ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen was weglegen. Wenn ich sonst eine neue Waffe finde, kann ich es ja nicht mal aufsammeln. Weil Leon zu blöd, seine Taschen richtig zu füllen. Oder einfach was unterwegs abzuwerfen. Leon zu blöd. Also, wir legen den mal ab. Wir legen den mal ab. Den müssen wir noch behalten. Und Pistole legen wir auch mal ab. Einfach nur, weil wir jetzt gerade sowieso keine Munition und überhaupt, und wenn ich Munition finde, ist die Munition dann sofort wieder weg, weil es ja gleich wieder ausgibt. Also verballer, ausgib. Ich gebe dir 3 9mm Patronen und eine Schrotflintenpatrone und du gibst mir eine Säuregranate, ja? Falls ihr euch jetzt gerade fragt, schämt der Typ sich eigentlich nicht? Doch, natürlich. Nur, was soll's? Ich schäme mich auch, wenn ich nix sag. Und tschüss. Der Typ liegt auch immer noch hier. Ah, okay, jetzt bin ich reingetreten. Hier, zack. Ciao, macht's gut, Leute. Piept euch alle ins Knie. Yeah. Was, der ist jetzt schon nutzlos? Der öffnet nur diese eine Tür? Ich krieg mich nimmer ein. Okay, hier haben wir Pflanzen. Hier haben wir wieder... Oh mein Gott, offene Fenster. Ich mag keine offenen Fenster. Aber dagegen habe ich jetzt was. Ha. Zack, zack, zack. Kann mich das Scheißteil nämlich mal. Was finden wir hier? Oh ja, bitte, ja. Ja, yippie. Ist ein Kreuz eingraviert. Ja, pipi, nee. Ja, wie jetzt? Musste jetzt Pipi oder nicht? Oh, oh. Was war das? Ich bin bereit, ich bin total bereit. Ich bin der Terminator. Das Problem ist, ich weiß nicht, von wo es kommt. Das war eben noch Resident Evil. Da war nichts hier mit, ich camp mal um die Ecke rum. Spoiler-Alarm, ich will nicht drauf gehen. Nummer 1 ist weg. Dum, 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 dum. Wo ist der zweite? Ist wahrscheinlich hinter einer der beiden Ecken, aber hinter welcher?
Links oder rechts? Links oder rechts? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Es sind zwei. Oh mein Gott. Ei, ei, ei. Mach, die waren dann. Es sind zwei. Na, Gott sei Dank ist die Tür offen. Himmel, Herrgott nochmal. Es war verpixelt, aber... Was für eine Uniform. Ja, und Miss Ada Wrong, why should I help you? Because you look so pretty? Or I imagined myself to marry you and give you a ring on you, stick a ring on your finger. Also, ich bin jetzt mal so freundlich. Würdest du bitte... Arbeiten wir jetzt zusammen, oder wie, oder was? Hallo? Ach so. Und schieb. Wenn's knallt noch einen Meter. So, kann ich dich ansprechen? Nicht. Oh, Ada Wrong, Wong, Verzeihung. Please marry me. You wanna be my wife? From the next 10 years? For the next 10 years? Excuse me, everybody, my English is not the very best. Ja. Ada, wait! Das war so klar. Das war so klar. Wir kommen hier rein. Ist nice. Gehen wir mal hier rein. Oh. Ich glaube, das war eine ganz, ganz üble Idee. Alter, mach das nicht. Okay. Wer auch immer die da... One more! Tut mir leid, wenn ich euch gerade die Ohren voll gebrüllt habe, aber ich bin zu Tode erschrocken. Meine Fresse. Ich glaube, ich sollte meinen Fernseher noch ein bisschen leiser drehen. Also die Minelli drehen. Weil ich erschrecke hier immer zu Tode und schreie dann so ins Mikro rein. Es tut mir so richtig leid für euch. Oh, ein blaues Kraut. Weil das so rein haut, nehme ich das blaue Kraut. Zack, aus Rot, Grün und Blau werde Grau, Braun. Lila. So, hier ist zu, den kann ich mit bloßen Händen nicht hochhebeln.
Das weiß ich nämlich noch. Da brauche ich so einen Schürhaken für. Oder wie das auch immer heißt. Aha. Ah, oh, ah, oh, aha. Ja, aber gerne. Ein Schalltafel mit einer Schalltafel, mit der man das Schloss öffnen kann. Das Schloss ist offenbar zu. Ja, was heißt das jetzt? Komme ich jetzt hier rein? Ah ja, ich komme hier rein. Ha. Wer ist hier? Wo versteckst du dich? Oh, ja, bitte, 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 bitte. Oh nein. Aber ich muss doch... Hä? Muss ich dann... Echt jetzt? Ich muss aber noch nicht wirklich jetzt, oder? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt schon... Leon, geh raus oder willst du eingesperrt werden? Oh, da, Schürhaken. Oh, was zum... Wer ist das? Hey. Let me guess. You must be Ben, right? Ben 10. Get up, now. Oder Ben die Hure. What do you want? I'm trying to sleep here. Es ist Ben die Hure. Ah, hallo Ada. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Weil du leben willst. Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. Ich weiß, lecker, lecker. What was that? War das Claire oder Jill? I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. Ich weiß, da waren Hunde. All right, I'm going. Okay, sie geht. Ich weiß, da waren wir schon. Aber wir müssen Detta hier noch mitnehmen. Weil sonst wird das nix. Ab durch die Tür. Quietsch, quietsch, quietsch. Ich habe gerade gesehen, man hört es doch. Quietsch, 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 quietsch. So. Ab durch die Tür. Ich versuch den Knopf jetzt leise zu drücken, ja? Oder leiser zu drücken. Leise, Minelli! So. Benutzen. Ist gut gemacht, Jan. Kriegst ein Bienchen. So. Wollte Ada nicht mit hier hinkommen? Oh. Alter Verwalter. Ich hab's noch nicht erwischt. Jetzt hier. Komm schon.
Ich hab sie. Ich hab sie, ich hab sie. Ich hab sie. Aber da ist noch eine, ich höre sie. Und mit 3 Kugeln weiß ich nicht, wie weit ich komme. Patronen. Sack reicht. Ich bin nicht vergiftet. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Abgefahrener geiler Scheiß. Oh, einfach mal direkt durch die nächste Tür rennen. Und dann in eine Horde voll Zombies. Ah, nee. Safe room, safe room. So, nehmen wir die Pistole wieder mit. Das lassen wir hier. Verflucht, sonst habe ich ja nichts. Und mir fehlt noch ein Stecker, so wie ich das sehe. Ich glaube, das waren 4 damals. Verdammt, was mache ich jetzt? Das heißt, ich muss nochmal zurück ins Haus. Ich glaube, ich muss sowieso noch zurück ins Haus. Ich meine, wir hatten den grünen, also den was war's? Den Kreuzschlüssel haben wir noch nicht. Fest verschlossen. Komm mal her. Man kann hier schon rein. Ich will hier aber, glaube ich, gar nicht rein. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Nix. Und ja, ich bin absichtlich wieder rausgegangen, weil ich weiß, was kommt. Und ich weiß, dass ich jetzt noch zu schwach bin. Oh. I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. Aha. It's a dead end. Nein. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Hmm. Give me a boobs. Nein, 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 sie hat natürlich Schubs gesagt. Oho. Nicht unterm Rock spannern, Leon. Nicht unterm Rock spannern. Und jetzt? Wir steuern Ada. Wir steuern Ada. Ada, natürlich. Oh. Doofer Köter. Doofer Köter. Leckt mich, Freunde. Ich bin raus. Okay. Munition nehmen wir mit. Oh, die hat ja voll viel. Oh, die hat ja voll viel Munition dabei. Im Vergleich zu mir. Okay, hier ist sonst nichts los. Nichts los, hat er gesagt. Mal schnell überprüfen, was ist das? Ein Foto von Ada und John. Von Ada und Beda. Das können wir aber nicht drehen oder so. Hm? Ne. Kannst du ja nichts machen hier, ja nicht. Ja, 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 ein Foto von Ada und Beda. Ha! Oh nein! Das machst du nicht nochmal. Komm her! Komm her, Freundchen! Muss ich bestimmt nachladen. Nee, ich habe noch, hab noch 2 Schuss. Das reicht. Wenn ich treffe, würde es reichen. Aber ich treffe natürlich nicht. So. Jetzt leg dich hin. Und halt dein Maul.
geh mal auf die Nerven. Da geh mal sowas von auf die Nerven. Hall, hall, hall. Oh, eine Karte. Ein Abwassersystemkarte. Die nehmen wir natürlich mit. Was haben wir hier? Komm, spring runter. Hüpf. Und hüpf. Aha. Ein Kistenrätsel. Okay. Hier hoch. Und hier wieder runter. Dann die Kiste einmal schieben. Noch ein bisschen. So, das sollte reichen. Hoch. Runter. Dann die Kiste schieben. Schieb die Kiste. So. Mal gucken, ob das reicht. Schieb die Kiste. Brave Ada, ganz brave Ada. Macht's gut. Und das reicht sogar. Hast du gut gemacht, kriegst ein Bienchen. So. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich hier genau finden werde. So. Also, das war klar. Es wird auch ein bisschen lauter jetzt. Zumindest bei mir auf den Ohren dröhnt es. So. Hier rüber. Und was finden wir? Den Revierschlüssel, den grünen Revierschlüssel. Ich bin ganz happy. Da freut sich mein Retroherz ganz dolle. Weil irgendwie, ich glaube, wir kommen ziemlich schnell voran hier. Also ich weiß es ja jetzt nicht, aber ich denke mal, wir kommen doch ziemlich eilig voran. So, jetzt ab zurück zu Leon. Und ja, das wär's dann eigentlich. Dann können wir zurück ins Haupthaus. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Nope. Right here. Think fast. Here's one more. Oh, wenn ihm das jetzt an den Kopf geknallt wäre. Hier, ich habe noch was mehr. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. Es war so klar. Hier, Anlauf holen. Und rauf. Ada, wait! Ada! Also, man sieht, in Resident Evil 2 ist Leon, was Ashley in Resident Evil 4 ist. Sie schreit immer, Leon! Und er schreit immer, Ada! Also, von irgendwo muss ich es ja haben. Also, von dem her. Ja, die kleine Ashley. Ich habe mich letztens selber ertappt, wo ich sie vermisst habe. Wo ich mir dann sagen musste, Alter, was stimmt bei mir im Kopf nicht? Wenn ich jetzt schon Ashley vermisse, dann ist irgendwas gar nicht mehr gut. So. Saulärm, der Typ, aber egal. So, was nun? Grünen Schlüssel, ich hau ab hier. Oh nein, halt, Hunde, Hunde. Ah ne, Moment, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Puh. Die Hunde sind ja noch nicht hier. Die Hunde sind hier vorne. Das bedrückt mich. Das finde ich scheiße. Scheiße. Nein, es sind keine Hunde mehr. Die Hunde wurden zu Lickern.
Kalle, ja, kein Schrumm. Du willst mich doch ver... Oh, oh. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das wäre mein Tod gewesen. Das wäre sowas von mein Tod gewesen. Boah, war das knapp. Hier eine Karte. Ist hier sonst noch was? Natürlich nicht. Ein großer Lagerraum ohne nichts drin. Oder so. Kurzschluss, Stromausfall für. Okay. Hoch. Runter. Hoch. Hoch. Runter. Alter, bin ich krass. Dass ich mir über all die Jahre dieses Rätsel habe merken können. Einfach so. Also, der Kartenleser hat jetzt wieder Strom. Aber wo kriege ich die verkackte Karte her? Oh, in dem Raum würde ich es auch keine 5 Minuten aushalten. Ich weiß nicht, ich bin ja eigentlich nicht so ein ängstlicher Typ, aber dieses Woman, das würde mir so Angst einjagen. Hätte ich jedes Mal Angst, dass da gleich ein Licker rausgehüpft kommt. Oh, apropos, die warten ja vor der Tür. Revierschlüssel benutzt. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Geiler. Oh. Mein Herz. Ein Herz und eine Seele für mich, bitte. Oh nein. Schieb ab. Nein, nicht du auch noch. Komm, kuschel. Ja. Oh, verdammt, ist ja nirgends mehr sicher. Fick dich. Und fick dich. Oh nein. Oh nein, ich vergaß. Wo ist meine Schrotflinte, wenn so Viecher kommen? Immer dann lege ich die Schrotflinte irgendwo ab. Immer dann verlege ich das Scheißteil. Oh. Oh. Ja, oh. Oh, jetzt gibt's aber Zunder. Ey, Leute, jetzt gibt's sowas von auf die Fresse. Oh. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ein Maschinengewehr und eine Tasche. Mit einer Tasche kann ich mehr Gegenstände tragen. Was wählen Sie? Maschinengewehr oder Tasche? Maschinengewehr oder Tasche? Ich habe bisher nur die Schrotflinte gefunden. Also ich würde mal sagen, wir nehmen Maschinengewehr. Jawohl. Oh, nice, der Scheiß. So, gibt es hier sonst noch was? Oh, ja, hier, klar. Hätte ich beinahe übersehen. Das wird jetzt aber heißen, dass Jill in dem Raum, ich meine natürlich Claire, in dem Raum nur noch die Tasche nehmen kann, weil ich ja sonst alles mitgenommen habe. So, wo sind die Lecker jetzt, bitteschön? Komm her. Ah, ey. Nice. So. Wir haben schon 14% davon gebraucht. Und wir haben ein paar Kugeln verballert. So, hat's hier noch? Hier ist auch noch eine Tür. Okay, Leute, durch die Tür gehe ich dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei bei Resident Evil.